ja. Es könnte der Aduman sein, unter Umständen. So rein mit uns. Zum Aduman geht's dort lang. Schnell durch, solange wir noch können. Aduman. Gut, mit ihm haben wir eigentlich im letzten Stream. Hallo, schon Alu, alte Socke. Ah, hallo, und Edna. Immer noch am Ausbrechen? Wir haben ein Fluchtfahrzeug, ja. Aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alu-Mann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Ach so. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich. Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Genau. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Oh. Da ist aber ich. So, können wir jetzt wieder runter oder werden wir jetzt wieder gefasst? Werden wir nicht. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns nur noch um Roti und Moti kümmern. Sehr gut, die Küchenschlacht. Vielleicht lassen sie uns jetzt was machen. Es hieß ja im letzten Part, dass wir erstmal einen Plan haben müssen, damit wir hier durch können. Damit wird das Essen in die Küche. Ja. Benutzen sollst du es. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade. Der guckt gerade nicht. Okay, reingefahren. Jetzt sind wir hier. Aufgabe war doch, wenn ich das richtig verstanden habe, hier mit der Gabel in den Fuß. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Den hast du doch. Ein Speiseplan. Tja. Wieder hier. Also der Aduman und der Verrückte sind draußen, der Schlüsselmeister. Tja, einen Plan haben wir ja eigentlich schon. Also der Bienenmann braucht auf jeden Fall die Kartoffeln, ja, damit er die dem Adrian in den Kopf schmeißen kann. Vielleicht müssen wir das hier einmal tauschen. Vielleicht funktioniert das so. Hab da eine Theorie. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Los geht's. So. Okay, vielleicht jetzt. Jetzt haben wir noch keinen Plan, aber. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Wir haben doch mit Ruth und Mutti geredet. Wir müssen doch vielleicht erstmal mit dem Aluman draußen reden. Vielleicht geht das erst dann. Die Tür ist offen, da können wir jetzt durch, dank Generalschlüssel. Gut, schätzt der Aluman ist jetzt hier. Nanu? Ist der Aluman noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Oh Mist. Gut, dann müssen wir den Aluman erstmal. Ja. Geht so ums Haus. Ja. Aduman, mein Freund. Mein Freund und Kupferstecher. Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ja, genau. Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen.
Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Das hat schon jemand geholfen. Ach so. Positive Energie also. Ah ja. Das... Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Tja. Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Positive Energie, ja, positive Energie. Ja. Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Worauf warten wir noch gleich? Um den Motor zum Laufen zu bringen, muss ich Zen sein. Leider schwingen die Steine nicht im Einklang mit meinen Chakren. Chakra Bleu. Aha. Wir wollen los. Hopp. Immer mit der Ruhe, Kind. Ich habe gehört, in der Garage gibt es Gratis-Kino. Ja. Versuch mal hinzubekommen. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Und um den Motor wieder zum Laufen zu bringen, brauche ich deine ganze Kelle von... Aha. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Chi aufladen. Was auch immer das heißt. Ja, also... Ich gehe dann schon mal. Bis später. Die Steine hier. Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Stimmt. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Jetzt wiederholen wir uns. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das finde ich doch am besten. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das ist für mich am besten. So. Können wir jetzt überall platzieren oder was? Oh Mann. Jetzt können wir hier irgendwas daraus machen. Es ist... Ja, toll. Na, schöne Wurst. Da wird wohl erstmal nichts draus. Wir müssen wahrscheinlich erstmal noch den Wachmann ablenken. Bevor wir wieder rein können. Ich spreche mal kurz. Das wäre grundsätzlich nicht verkehrt. So, hier. So, mach's Auto kaputt. Zack. Oh oh. Wer war das? Ich nicht. Gut, mit der Essensschlacht kommen wir auch erstmal nicht weiter. Versuch mal eine Lösung zu finden, wie wir den Aluman wieder ermuntern können. Hier in seinem Raum. Sekunde. Oh. Als ob. Ja, okay, das könnte
Ja, sehr gut. Schön einprägen. Das ist, ja. Es könnte der Weg sein. Die Steine im Seelengarten. Nein, da wollen wir nicht lang. Da wollen wir lang. Der Ausgang. Wir haben fast unbegrenzten Zugang zur Psychiatrie. Außer der Haupteingang. Der ist uns zugesperrt. Jo. Vielleicht können wir jetzt. Na komm. Auf geht's. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Wie war denn das hier nochmal? Der Stein, die so eine Pyramide hat, das war das gewesen. Okay. So ungefähr war das. So irgendwie. Ja, pyramidenmäßig jetzt hier. Vielleicht so. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Wow. Jetzt strahlt das eine erstaunliche Ruhe aus. Okay, dann kannst du doch jetzt mitkommen, Aluman. Haben wir das gelöst. Edna, wie schön, dich zu sehen. Ja, jetzt bist du doch, Was hältst du von dem Muster, das ich gehabt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Okay. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das... Oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Ja. Er ist also schon dort. Ach was. Der Poki war zu faul. So, hallo Aluman. Kann's jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Ja, okay. Hast du eins? Ich habe ein Startkabel. Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Na, spitze. Na dann. Fang mal an. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn... Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Wir brauchen einen Ersatzreifen und einen Wagenheber oder so. Ein Ersatzreifen? Ja, woher soll ich denn jetzt einen Ersatzreifen und einen Wagenheber? Na, schöne Scheiße, schöne Wurst. Ja. Ich bin dann mal weg. Ich hol die anderen. Vielleicht können die helfen. Vielleicht klappt das ja jetzt mit der Essensschlacht. Hier nochmal rein. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Ja, schön. Vielleicht jetzt. Jetzt können wir ihn vielleicht, jetzt haben wir vielleicht die Fähigkeit, ihn in den Fuß zu stechen. Na komm. Bevor ich anfange, was für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Was brauchst du denn noch, Edna? So reden mit Rotin Moti vielleicht. Was? Hey. Psst. Ich habe einen Fluchtplan. Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Gut.
die Wachen ablenken.